Für die 19-jährige Ella Seidel war es heute ein Traumstart in das Turnier. Die Hamburgerin spielte vor den Augen ihrer Eltern und ihres Trainers ein fast perfektes Spiel und gewinnt nach knapp einer Stunde glatt in zwei Sätzen. Ihre Gegnerin Jekaterina Makarova hatte nicht den Hauch einer Chance. Heute war ein echt sehr gutes Match. Ich denke, dass ich relativ offensiv gespielt habe und ihr nicht so viele Chancen gelassen habe, selber das Spiel zu bestimmen. Und genau, dass ich dann dadurch Druck erzeugen konnte und das sehr gut umsetzen konnte. Spielerisch ist Ella auf dem Weg nach oben in die Weltspitze. Emotional muss sie noch an sich arbeiten, sagt ihr Trainer Lars Übel, der sich während des Spiels ständig Notizen dazu machte. Da geht es mehr um, was sagt Ella zu sich selber, wie viel ist die emotionale Kontrolle, wie viel positive Rücksprache gibt sie sich selber, wie viel negative. Das sind so Sachen, die ich damit schreibe. Bei dem Turnier handelt es sich um ein WTA 125er. WTA steht für Women Tennis Association. Die Zahl 125 zeigt an, wie viele Punkte man für den Sieg bekommt. Zum Vergleich, für den Gewinn eines Grand Slam Turniers gibt es 2000 Punkte. Für den Übergang von der Jugend in die Profitour sind Turniere dieser Kategorie in Deutschland sehr wichtig. Die Retrospektive zeigt, dass die Deutschen oder auch die Damen und Herren, ist völlig egal, dass wir einfach erfolgreicher spielen in Deutschland als im Ausland. Und dementsprechend ist einfach jedes Turnier, das auf der Profi-Ebene stattfindet, wichtig für uns. Neben dem Center Court bereitet sich die Hamburgerin Tamara Korpatsch heute Mittag auf ihr nächstes Spiel vor. Die sympathische, immer gut gelaunte Profispielerin möchte zurück in die Top 100 der Welt. Vor einem Jahr war sie die Nummer 71. Trainiert wird sie von ihrem Vater, ihr Bruder ist ihr Trainingspartner. Ist schon manchmal auch ein bisschen dynamisch natürlich mit der Schwester, sage ich mal so. Und dann, aber manchmal braucht man das auch, einfach diesen Reiz da zu haben, sich da ein bisschen so kleine Sticheleien im Training zu haben. Der eine will immer besser sein als der andere im Ballwechsel und das pusht einen natürlich auch. Für Ella kommt es in der nächsten Runde zum Hamburger Duell. Sie spielt morgen gegen ihre Teamkollegin Eva Lüß. Ich denke, dass wir beide gut spielen und dass es ein enges Match und ein guter Fight wird. Los geht's um 11 Uhr am Hamburger Rotenbaum. Tickets für den Center Court gibt es ab 20 €.